Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann, und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Jo, an dieser Stelle auch herzlich willkommen von mir. Ja, wir führen ja die Tabelle. Newcastle United ist Nummer 1. Die Fans gehen ja richtig ab. So muss es sein. Zum Beispiel eine Tribüne nach der Newcastle-Ikone Jackie Milburn benannt. Und auch der enorm erfolgreiche Yo, ich habe das Gefühl, es sind gerade zu viele Kommentatoren hier. Ein Englischer und die zwei Deutschen. Und natürlich ich. So, da sind wir, Alex. Alex, also wir müssen auf jeden Fall unser Transferwert mal höher schrauben. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen, um die Trophäe zu bekommen auch. So, fangen wir mal an, würde ich sagen, okay? Wirklich massives Mittelfeld, aber es ist klar, genau von hier. So, los geht's. Und ich habe entschieden, ich spiele mal nur mit Alex. Weil ich will echt nur den Alex pushen. Mit dem ganzen Team war das fast nicht möglich. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ah, jetzt stehe ich im Abseits. So, jetzt komm. Komm doch. Schöne Flanke. Ah. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Komm. Fuck. Okay, ich habe keinen Abzug bekommen dafür. Ich muss mich mal jetzt auf das Spiel konzentrieren, würde ich sagen. Obita wieder. Ah, scheiße, Grätsche daneben. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Danke. Alexander jetzt. Ah, Mann, was war das für ein Schuss? Nee, nicht nachlassen heißt es, aber trotzdem haben wir einen Abzug bekommen. Ich weiß nicht warum. Obita war uns dicht an den Fersen. Ich glaube, das war Obita, ne? So, an dieser Stelle, sorry, die letzten Tage konnte ich kein FIFA spielen, weil ich wichtigere Projekte hatte. Und ich glaube, das war jetzt über eine Woche Pause mit FIFA. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich wieder reinkomme. Also es ist nicht einfach. Wenn man FIFA lange nicht spielt, ist man schnell draußen. Aber noch mache ich mich gut, würde ich sagen. Hey Leute, würdet ihr mal da angreifen? Ja, genau, komm. Okay, jetzt komm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Na, was machen die denn da? Komm, jetzt schon ein schöner Pass, ja genau. Pass in den Lauf. Den Ball spielt er gut. Eine Flanke, komm. Ach, Manu. Okay, Jungs, nicht aufgeben. Nicht nachlassen. Harriet am Ball. Harriet läuft. Mann, hat der ein Pferdetempo drauf, ey. Okay, weg damit. Ein guter Ball und daher kein Problem für die Abwehr. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Naja, schauen wir mal, ob der Einwurf denen wirklich eine Chance einbringt. Na, das wusste ich doch. Ich glaube, ich muss mal weg hier. Ich muss auf meinen Platz. Spielt den Ball in den freien Raum. Klasse aufgepasst. Ja, komm. Er kommt an den Ball. Sehr schön. Nein! Was so war das? Kein Problem. Er holt sich den Ball. Was war das, verdammt? Okay, komm. Das könnte eine Gelegenheit werden. Den Ball holt er sich. Okay, wieder ein scheiß Pass von mir. Und er gewinnt den Zweikampf. Alter. Okay, Jungs, dranbleiben. Gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste. Wer war das? Anita, glaube ich, von uns, oder? Unglaublich. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Obita am Ball. Obita sucht, aber Befreiungsschlag. Der hatte zu viel Angst vor unserem. Wie heißt der nochmal? Jamie Sterry. Pass auf die Außenbahn. Reines oder sowas hieß er, genau. Komm. Ah, oh, ich wollte den reindrehen. Ach, fuck. Okay, nicht nachlassen. Blöde Grätsche von mir. Hey, warum schießen die Bälle weg, immer wenn ich denen zu nahe komme? Das gibt's doch nicht. So, kommt, Jungs.
Komm, Anita. Anita, komm, gib eine schöne Flanke rein. Der Ball kommt gut. Na, er hat's versucht. Den spielt er wieder zurück. Anita, komm. Ja. Gut verteidigt. Nein. Okay. Da hat er sich nicht abschütteln lassen. Jetzt hat er den Ball. Hab ich gerochen, du. Hab ich gerochen. Leute, wollt ihr mal angreifen? Mal sehen, ob sie den nutzen können. Oh, jetzt wird's gefährlich. Gut laufen, schwer. Hey, mach keinen Scheiß. Komm, jetzt ein Konter. Jetzt geht der Gegner dazwischen und hat den Ball. Ja! Alter, der kam doch gut an. Warum gibt er mir Minuspunkte? Okay. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Jetzt schöner Pass, komm. Hey! Okay, ich lass die mal machen, komm. Aber das war auch ein Scheiß jetzt hier. Das war auch ein Scheiß jetzt. Also nur mit den Alex spielen ist nicht einfach. Okay, okay, jetzt, komm. Schöner Angriff. Ach, was macht ihr denn da? Mann. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Ja, Newcastle United, die haben auf jeden Fall keine Erfolgsfans. Und weil wir kamen von unten, ne? Diese Fans sind auf jeden Fall richtig, richtig geil und ich sag mal real. Das gibt und keine Erfolgsfans. Natürlich haben wir auch neue Fans dazu bekommen durch den Erfolg. Aber die meisten sind schon da gewesen, wo wir auch unten waren, als wir unten waren. Sag mal, machst du mal was da? Komm. Da steht er gut. Komm, er komm jetzt, mach was. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Komm. Ameobi. Nein. Jetzt gefährlich. Ja, schieß. Jetzt spielt er gut. Alter. Alter, richtig gut. Schöne Torvorlage. Richtig geil. Schönes Zusammenspiel, würde ich sagen, ja. Perfekter Zeitpunkt für das Tor. Das war auch aber ein schöner Pass von uns. Immer gut, aber das hier gibt natürlich noch mal sehr schön, sehr schön. So, jetzt können wir uns der Super Richie hat wieder gezeigt, was er kann. Der Richie ist auf jeden Fall schnell. Das ist ein richtig schneller Typ. Der alte Matt. So. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Hey, ach so. Ich wollte schon sagen, der Fight ist zum Foul oder sowas. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Ja. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Zur Halbzeit steht es 1:0 für die Kings. Ne? Williams und Hunter, die werden mal richtig beste Freunde, würde ich sagen. Ne? So, FC Reading. Die sind immer noch am Reading. Eine Torvorlage, ein Tor müssten wir noch machen. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut und wünschenswert, glaube ich. Der zweite Abschnitt kann beginnen hier von den Fans und vom Trainer. So. Jetzt schauen wir mal, was die Greens hier machen. Obita. McCleary. Das ist beeindruckend. Sie spielen okay. Pass und Pass. Und jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Alter. Mach doch nicht so ein Drama draus da, ey. Alles klar, jetzt Spiel nach vorne, komm. Sehr schön. Williams steht frei. Ja, die machen es halt richtig schön und ruhig. Jetzt komm, ach Mann, er hat den Ball nicht richtig bekommen. Das gibt Einwurf. Alles gut, wir sind noch immer noch am Ball. Alexander. Hey! Die Defensive also ich kapiere das gerade echt nicht, der ist weggelaufen vom Ball, meiner. Das muss ja wirklich ein Spielebug sein, oder? Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden okay, ich bleib mal zurück. Anbringen. Oder besser gesagt vorne. Den Ball kann er abfangen. Komm. Bemba. Komm, Williams. Ach, Williams. Jamie Sarri. Alex Hunter.
Ah, das tut weh, das tut weh. Okay. Jetzt muss ich aber das Richie. Besser machen, komm. Richie! Alter, hör doch auf, Mann. Okay. Sehr schön. Oh, das wollte ich nicht haben, die Hilfe. Den Trainer. Den Trainer wollte ich nicht einschalten. Habe ich aus Versehen eingeschaltet. 8 Pässe haben wir und eine Torvorlage. Also, für einen Stürmer müsste ich eigentlich ganz andere Dinge haben. Oh Mann. Okay, komm. So, okay. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Angreifen, angreifen, Leute. McCleary. Ich bleibe hier. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Das ist ja echt krass, dass die Computerspieler immer wieder wegschießen. Ohne erstmal den Ball laufen zu lassen. Kommen Sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Lauf, Richie, lauf, durch. Ja. Ach, Mann. Der ist zu spät durchgelaufen. Jetzt schauen wir mal. Berg. Berg am Ball. Obita am Ball. Ja, diese Obita zeigt wirklich viel Einsatz. Also, wenn ich einen holen könnte, dann wäre der mein nächster Transfer. Komm. Sehr schön, sehr schön. Amiobi, komm, Amiobi. Mach keinen Scheiß, Amiobi. Schau auf den Ballbesitz, Buschi. Alles ausgeglichen hier. Die Amiobi wieder am Ball. Was macht denn der? Was macht er da daraus? Der macht gar nichts draus. Okay. Ah, okay. Sehr, sehr, sehr blöd von mir. McCleary. Und den spielt er gleich wieder zurück. Okay. TOT. TOT. Richie, komm, Richie. TOT wieder. Richie am Ball. Richie. Komm, jetzt. Jetzt will ich. Nein, abseits. Ach. Das ist denn gut, abseits. Jetzt gibt es eine Karte für wen? Ja, das sehe ich richtig so, ja. Für Liam Kelly. Sehr gut gemacht. Richtig das Spiel zunächst. Oder der Deutsche würde sagen Liam. Für den Herr Kelly, natürlich gibt es da eine gelbe. Ich hätte sogar orange gesehen fast. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Was? Was, was, was? Warum habe ich jetzt Minus ab? Nee, auf jeden Fall war da irgendwas Rotes. Komm, sehr schön gekämpft, komm. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jetzt machen den Rückpass zum Torwart. Okay. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? So, Richie, mach was draus. Ach, Mann. Eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal. Okay, jetzt gibt's einen Wechsel. Jetzt gibt es einen Wechsel bei uns sogar. Der Anita geht raus und John Joe Shelway kommt rein. Okay, ich glaube, das wird nichts mit unserem Tor heute. Ja, wir spielen auch gerade auf Weltklasse, also das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach auf Weltklasse jetzt mit einem Mann da was zu machen. Okay. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich. So, jetzt schauen wir mal. Kommt, kommt, kommt. Immer, immer am Ball bleiben. Immer am Ball bleiben. Ball. Ja, genau. Ich komme hier ganz durcheinander hier mit so vielen Bällen. Nein! Gute Nein! Noch besser, aber die Abwehr. Also, ich war komplett frei. Jetzt ich weiß nicht, was es soll. Zum Einwurf holen. Amiobi. So, ich gehe in die Mitte. Amiobi. Ach so, Mann, der hat wieder reingeschissen. Sehr gut. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt ja, es war, es war, es war. So, vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Alexander. Nein! Warum ist der Ball von mir weggesprungen? Nein! TOT. Es gibt 3 Minuten Umlauf. Okay, dann versuchen wir es noch so nochmal mit Richie. Oh, Richie, was machst du da? Was machst du da? Möglicherweise waren es die Nerven. Ja, vielleicht der Druck einfach zu groß. Also gut, ganz sicher besser. Wir können es ja leider nicht mehr ändern. Also ich würde gar nicht mehr die Stürmerposition wählen. Zentral, offensiv. Wäre richtig gut. 1:0 der Endstand.
Ja, meine Damen und Herren, das war wieder mal ein schönes Spiel mit wenig Toren, aber naja, wir hatten unsere Chance. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, liebe Gaming-Freunde, und schaut doch mal in meine anderen Projekten rein und natürlich bei FIFA weiter reinschauen. Da ist der Torschütze. Zwei Schüsse und einer ging rein. Ja, ich würde sagen, bleibt dran, bleibt am Ball, liebe Gaming-Freunde. Spieler des Tages heute. Sagen Sie, haben Sie das nach Ihrer Leistung erwartet? Ich konzentriere mich auf Fußball. Ziemlich überraschend. Das habe ich wohl verdient. Was nehmen wir jetzt? Was fehlt uns eigentlich? Ich sage, das haben wir verdient. Also, ich denke, ich habe es verdient. Man will halt immer sein Bestes geben und manchmal läuft es halt so perfekt wie heute. Sie gaben heute eine Vorlage. Was waren Ihre Gedanken bei dem Ball? Ich hoffte, er würde treffen. Ich wollte ihm Raum verschaffen. Ich wollte den Ball zurückhaben. Nö, würde ich jetzt nicht sagen. So, sagen wir, bleiben wir mal cool. An sowas arbeiten wir im Training sehr häufig. Ich hatte vor, ihm etwas Raum zu verschaffen und seinen Mann auf mich zu ziehen. Aber war gar nicht nötig. Super Tor, oder? Sie sind zurzeit in Topform, Alex. Woran könnte das liegen? Ja, woran liegt das? Ich sage einfach nur Supertalent. Ich höre auf meinen Mitspieler. Das habe ich dem Coach zu verdanken. Ich spiele mein Spiel. Also, sollen wir mal schleimen? So richtig mal den Arsch kriechen? Komm, machen wir. Solange ich den Ratschlägen des Trainers zuhöre, zahlt es sich für mich aus. Er ist wirklich schon so lange im Business und weiß genau, wie man das Optimum rausholt. Und das war's. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Danke. Jo. Auch an die Zuschauer. Und da haben wir einiges erhöhen können. Ich würde gerne meinen Transferwert erhöhen. Ja. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Part, nächsten Folge. Ja, okay. Haut rein, ihr wisst schon.